Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom kleinen Drechsler. In letzter Zeit habe ich ja ab und zu mal Laser getestet, ganz einfach weil ich es eine richtig spannende Sache finde und vor allem weil sich da eben auch noch richtig was weiterentwickelt. Weil inzwischen gibt es Laser, von dem man vor einem halben Jahr nur träumen konnte. Aus dem Grund teste ich heute einen ganz besonderen Laser und zwar den TS2 von Two Trees. Der ist ja auch noch brandneu, also wird ja jetzt erst in den Tagen veröffentlicht, wo ich ja auch das Video release und der kann ein paar Sachen, wo meine bisherigen Laser nicht gekonnt haben. Gleich ganz kurz in Schnelle, was ist an dem Laser besonders? Erstens, der ist ein bisschen größer. Zweitens hat natürlich auch so die 10 Watt, wo ja jetzt inzwischen auch eigentlich gang und gäbe sind für die stärkeren. Und hat eben auch einen Luftanschluss, also Air Assist. Und das macht beim Schneiden eben einen riesigen Unterschied. Weil das ist jetzt der erste Laser, mit dem ich wirklich sage, ja, mit dem kann man vernünftig was schneiden, wo nachher auch richtig gut aussieht. Und nicht zuletzt hat er auch eine automatische Z-Achse. Das bedeutet, man muss den Laser nicht von Hand auf die Höhe einstellen, sondern der macht das Ganze auch automatisch. Hat unten einen Taster dran, mit dem er dann runter aufs Werkstück fährt, da die Höhe abtastet, dann seine Fokusdistanz hochgeht. Kann man natürlich auch alles einstellen und muss man sich auch selber einstellen im Programm. Aber dann kann man dann nicht automatisch seine Höhe abtasten. Und das ist echt genial. Und heute will ich auch nicht bloß meine ganz normalen Testlaserungen machen, sondern ein richtiges kleines Projekt auch noch mit rein. Und zwar will ich eine Kiste bauen mit Fingerzinken. Ihr seht, hier habe ich schon mal ein paar Versuche gemacht, auch aus relativ dickem Holz. Also das hier sind jetzt, ich glaube, 10 mm oder so. Auf alle Fälle tue ich mir da ein Brett dann zuerst mal zusägen, auf dicke hobeln und dann will ich mir dann eine Kiste mit Fingerzinken rausschneiden. Weil ich finde, die gelaserten Fingerzinken sehen natürlich auch echt cool aus. Dadurch, dass dann ja immer eins schwarz, eins weiß ist. Und deswegen will ich das jetzt mal so probieren. Also schneiden wir uns als allererstes mal das Brett zu. Damit ist das Brettle jetzt auch schon fertig. Das hat jetzt so ca. 7 mm Dicke. Ich hätte die Kiste natürlich auch noch dicker machen können, weil, wie ihr nachher noch sehen werdet, der kann auch deutlich dickeres Material schneiden. Aber dazu nachher mehr. Jetzt wollen wir zuerst mal hier aus dem 7 mm starken Holz die Kiste schneiden. Bisher habe ich ja immer mit Laser-GRBL gearbeitet. Aber so zum Gravieren ist das okay. Ist halt eine kostenlose Software. Aber wenn man dann schneiden will und so, da kommt es dann doch recht schnell an seine Grenzen. Deswegen habe ich mir jetzt auch auf die Empfehlung von euch hin mal Lightburn geholt. Aktuell noch Testversion, aber gefällt mir schon mal recht gut. Und damit wollen wir das Ganze jetzt machen. Die Seitenteile für die Kiste habe ich mir jetzt auch schon gezeichnet. Hier jetzt auch schon importiert, von der Größe her alles eingestellt. Und jetzt können wir eben auch schon mit dem Lasern anfangen. Dann schalten wir mal den Laser ein, tun dann hier noch die Z-Höhe nullen bzw. einstellen. Und dann können wir auch schon loslasern. Und jetzt kann ich ja auch einfach per Knopfdruck die Z-Achse nullen bzw. auf die richtige Schneidhöhe dann auch einstellen. Und das alles eben automatisch. Das finde ich ja echt cool. Dann drehe ich hier mal die Pressluft auf. Und los geht's. Wie ich vorher schon gesagt habe, der Laser hat auch einen Air Assist, beziehungsweise in dem Fall hier auch einen Druckluftanschluss, wo dann eben vorne an die Düse geht und von da aus eben durch die Laserdüse durch Luft pustet, Druckluft, eben dann unten auf das, was man lasert und dadurch macht er eben so einen unglaublich sauberen Schnitt. Weil normalerweise, wenn man mit dem Laser was lasert, ohne so einen Air Assist,
gibt eben außenrum Schmauchspuren und wird dann richtig dunkel und braun und sieht dann eben nicht mehr so richtig schön aus. Aber da, dass der Druckluft da drauf pustet, hat verschiedene Vorteile. Erstens tut sich nicht irgendwie Dampf und Rauch und so auf der Linse abschlagen. Dann muss der Laserstrahl auch nicht durch den Rauch durch. Und dann tut es eben auch noch das Holz außenrum ein bisschen kühlen und eben auch den Schnitt durchpusten. Ja, und ihr seht schon, also das hat wirklich prima rausgeschnitten, so dass eben hier auch das Holz runtergefallen ist. Ja, und hier seht ihr das perfekt ausgeschnittene Teil. Ja, und ihr seht, das hat wirklich prima funktioniert und vor allem sieht halt echt saumäßig gut aus. Also hier perfekte Kanten, keine Schmauchspuren, also überhaupt nichts, obwohl es ja jetzt doch ein dickerer Schnitt war, also 7 mm massives Holz. Das ist ja schon nicht so ganz ohne. Aber der Laser hat damit überhaupt gar kein Problem und vor allem die Schnittkanten sehen eben auch wirklich sehr gut aus. Und auch jetzt nicht so richtig dunkel schwarz, sondern richtig schön hell. So, und dann können wir auch schon den nächsten schneiden, einfach hier daneben. Und viele fragen mich ja auch immer mit der Einstellung, was für eine Einstellung brauchst du denn für dies und das Holz und so. Und da schreibe ich dann eben auch meistens, muss man eben auch rumprobieren. Natürlich bei dem hier war jetzt auch eine Liste dabei, bei was für einer Dicke von Sperrholz man ungefähr was für eine Leistung nimmt. Das kann man dann mal ungefähr als Richtwert nehmen. Aber dann letztendlich muss man halt trotzdem auch noch recht viel ausprobieren. Weil so mache ich es jetzt auch. Ich tue jetzt hier nochmal mit einer anderen Geschwindigkeit. Und so taste ich mich dann da einfach langsam ran. Ihr seht, das komplette Brett habe ich jetzt mal verlasert, sieht natürlich auch richtig cool aus. Und das sind jetzt die Teile, wo da rausgekommen sind. Wie gesagt, ich habe noch mit der Einstellung ein bisschen rumgespielt. Beim einen ist dann schöner geworden, beim anderen ist dann halt doch noch ein bisschen was stehen geblieben. Das gehört dann halt beim Experimentieren auch immer dazu. Deswegen, wenn man dann wirklich was richtig Schönes machen will, muss man sich eben vorher dann eben seine Einstellung auch nochmal ausprobieren. Weil es ist eben auch extrem holzabhängig. Das kann nicht sein, man tut sich für so ein Holz die Einstellung raussuchen, aber dann ist ein bisschen anders, ein bisschen andere Fasern oder gar eine andere Holzsorte und dann passen die Einstellungen schon wieder komplett nicht und man kommt entweder nicht durch oder es ist viel zu viel Power. Deswegen muss man da eigentlich immer am genau gleichen Material noch, dann noch ein bisschen rum experimentieren. Aber so sehen die Teile jetzt aus, sind gar nicht so schlecht geworden und dann kann ich da jetzt hier noch schön Nuten für den Boden reinschneiden und das Ganze auch schon zusammenleimen. Also ab in die Werkstatt. Und dann kann ich mir hier unten jetzt auch schon die Nuten reinfräsen, wo dann hier der schöne Boden reinkommt. Haha, passt. Zwar ganz auf den ersten Versuch mit dem Boden, den wir jetzt noch ein paar Mal kleiner und anpassen müssen, aber jetzt finde ich, sieht es richtig gut aus. Dann können wir da jetzt den Leim mal trocknen lassen, da können wir dann nachher auch noch was drauf gravieren und jetzt tun wir mal in der Zeit noch was Dickeres schneiden. Dann schnappen wir uns jetzt hier als nächstes hier nochmal eine Fichte, zuerst mal eine mit 15 mm und dann noch eine mit 20 und schauen wir mal, wie gut er das macht. Hier nehme ich jetzt 70 mm die Minute und tue es dann damit mal probieren, ob ich es in einem Durchgang schaffe.
Im ersten Durchgang ist er jetzt hier im Längsholz schon durchgegangen und dann hat er aber nochmal einen zweiten gebraucht, um hier eben auch quer zur Faser durchzuschneiden. Aber jetzt seht ihr, hier ist er durch, zack, und passt hier auch. Aber was ihr jetzt gerade seht, hier unten ist ein bisschen verbrannt, weil mein Brett da unten zum Brennen angefangen hat. Deswegen machen wir es jetzt nochmal kurz mit was anderem unten. Also ihr seht auch hier ziemlich sauberer Schnitt, nur hier wo er eben durchgestochen hat am Anfang, da ist eben ein bisschen verschmaucht oben, aber ansonsten echt perfekt, also keine Schmauchspuren, überhaupt nichts. Und der Austroll ist auch relativ sauber, natürlich ein bisschen ist hier jetzt an der Seite schwarz, aber alles finde ich im Rahmen, wenn man denkt dafür, wie dick das ist. Und dann jetzt hier nochmal 20 mm. Ah, jetzt ist er durch, beim zweiten. Also ihr seht, hier bin ich jetzt gerade beim zweiten Durchgang, geht hier das zweite Mal drüber und da schneidet er jetzt auch perfekt durch schon. Also ihr seht, auch hier die 20 mm hat er problemlos geschnitten. Und auch unten sieht es eigentlich recht gut aus. Jetzt nichts groß verbrannt, alles so wie es sein soll. Natürlich, da sieht man auch hier, dass die Schnittkante unten jetzt ein bisschen mehr Asche und so dran hat. Aber ist ja auch klar, der verbrennt da so viel Holz, das muss ja auch irgendwo hin. Aber finde ich echt unglaublich. Und das habe ich jetzt auch noch mit meinem anderen Lasers, habe ich noch nie geschafft, was so dickes zu schneiden. Und an den meisten Stellen war er schon beim zweiten Durchgang dann prima durch, bloß an einer Stelle hat es eben noch gehalten. Und deswegen habe ich dann einfach nochmal einen dritten Durchgang gemacht. Aber dann hat es ja prima funktioniert. Wo ich den Laser dann ausgepackt und zusammengebaut habe, habe ich auch gemerkt, oh, das ist ja wirklich was anderes wie normalerweise, weil normalerweise werden die Kabel ja meistens einfach nur so hinterhergeschleppt. Aber hier hat man eben richtige Führung für die Kabel, wo sie eben drin rumlaufen. Das finde ich natürlich schon mal richtig gut. Hat es natürlich auf beide Achsen. Dann hat er natürlich auch Endschalter, sodass man ihn dann auch automatisch nullen lassen kann. Was natürlich auch, wenn man zum Beispiel mit Lightburn arbeitet, einem das Leben deutlich einfacher macht und eben ansonsten auch alles eine richtig schöne massive Konstruktion, so wie es relativ wenige Laser haben. Ihr seht, der Laser hat kein Display, aber wer mit dem offline, also auch ohne Computer gravieren will, hat die Möglichkeit trotzdem, weil man hat hier eben einen SD-Karten-Slot und kann das Ganze dann eben über eine App bedienen. Das funktioniert natürlich auch. Ich persönlich tue aber lieber mit dem Computer lasern, weil man ja eben dann sich da eh die Dateien machen muss und man hat eben am Computer dann im richtigen Programm eben doch auch nochmal mehr Möglichkeiten. Und dann jetzt nochmal was noch anspruchsvolleres, und zwar hier in dem 15 mm dicken Holz jetzt nochmal 2-3 Buchstaben ausschneiden, wo dann eben ja relativ schmal sind. Das ist natürlich dann nochmal schwieriger. Und ihr seht, hier das S ist ja jetzt auch schon ein Stückchen runtergerutscht. All das sieht man, weil es komplett durchgeschnitten war. Also, wenn das mal nicht der Beweis dafür ist, dass das Schneiden mit dem relativ gut geht. Weil, also ihr seht, unglaublich. Das ist jetzt richtig dünn, also das habe ich jetzt so auf 2 mm müssten es ungefähr sein. Und das eben auf 15 mm Höhe rausgeschnitten. Also echt unglaublich. Und dann noch ein schneller Metalllasertest, und zwar einfach auf meinen großen Winkel, dann noch mein Logo drauf lasern. Und wie ihr seht, auch Metallgravieren funktioniert prima, wie auch nicht anders zu erwarten. Wenn man es jetzt natürlich noch tiefer wollte, könnte man auch noch langsamer fahren, aber mir reicht es jetzt so schon. Natürlich, ich habe jetzt hier einen recht großen Linienabstand gewählt, weil es eben jetzt sonst mit der langsamen Geschwindigkeit von, was habe ich jetzt genommen, 300 mm die Minute, sonst ein bisschen zu lang gedauert hätte. Aber man könnte so natürlich auch was Größeres lasern. Inzwischen ist jetzt hier auch die kleine Kiste getrocknet. Finde ich, sieht auch richtig cool aus, weil einfach so mit dem Schwarzen gefällt mir schon irgendwie. Und auch so von der Präzision her, natürlich ist jetzt nicht perfekt, weil ich ja auch die gleiche Datei genommen habe. Also eigentlich hätte ich ja die einen ein bisschen breiter machen müssen, zum eben
für den Laserschnitt ausgleichen. Aber trotzdem sieht man, ist jetzt kein großes Problem gewesen und ist auch jetzt auch recht schön stabil geworden. Als nächstes tun wir jetzt noch gravieren, weil das muss ein Laser ja auch können. Und zwar einfach hier mein Logo, hier in die Eiche. Also ihr habt gesehen, auch gravieren ist mit dem Laser natürlich kein Problem. Dazu hat er natürlich auch genügend Leistung. Und was natürlich auch schön ist, der ist ja größer wie die normalen, hat eine größere Arbeitsfläche. Also wenn er mal was Großes lasern muss, geht mit dem auch. Damit kommen wir dann auch so langsam zum Ende von dem Video. Ich muss schon sagen, ich bin von dem Laser wirklich begeistert, so wie ich bisher von noch keinem Laser war. Weil das ist eben schon, finde ich, nochmal eine andere Liga. Einmal finde ich, von der Verarbeitung her ist das alles super, auch ein bisschen anders, wie es normalerweise ist. Dann hier alles schön in Kabelführung drin, also nicht, dass es die Kabel einfach so rumschleift, wie es bei den meisten Laser gelöst ist. Ansonsten auch alles schön stabil gebaut. Hat auch hier für die Zahnriemen, hat man auch richtige Spanner, also dass man die nicht irgendwie irgendwo durchziehen muss und dann mit einer Schraube, sondern hat unten den richtigen Mechanismus, wo man den dann mit einer Schraube spannen kann. Natürlich hat man einen Flammenwächter, die automatische Z-Achse ist natürlich auch eine sehr geile Sache. Halt auch einfach da, dass man da ja unten den Taster hat und dann sein Werkzeug abtastet, was natürlich auch klasse ist. Und so ansonsten eigentlich auch alles super. Also wenn ihr auf der Suche nach einem richtig coolen Laser seid, mit dem, wo ihr auch schneiden wollt, dann kann ich euch den wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Weil mit dem kann man dann natürlich auch so Sachen wie so Schwibbögen oder sonstige Weihnachtssachen, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, da auslasern. Und weil halt die Schnittkante wirklich richtig sauber wird. So wie ich es bisher noch von keinem anderen Laser gesehen habe. Und auch von den günstigeren CO2-Laser, die machen auch eine deutlich schlechtere Schnittkante, wenn man das sich mal wirklich direkt im Vergleich anschaut. Insofern finde ich das schon echt beeindruckend, vor allem weil es ja doch so ein relativ kleines und verhältnismäßig mit, ich glaube, 700 Euro noch verhältnismäßig günstig ist. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch hat es auch genauso beeindruckt wie mich, was man eben mit dem schneiden kann. Und damit viel Spaß beim Lasern und bis zum nächsten Video. Tschüss!